Was auch immer sie, sie war bereit, dafür ihr Leben zu riskieren. Zu fest. Können wir das vielleicht jetzt? Der Spiegel ist. Aha. Ein Zahnrad. Das nächste Rätsel. Was wir hätten. Und nichts passiert. Also gut, was könnte dort hineingehören? Also wir haben einen Pilz, einen Stiefel, eine Öllampe, eine verstimmte Fledermaus und eine Libelle. Tja. Passiert exakt gar nichts. Sonderbarer Mechanismus. Tja. Können wir das Prisma hier irgendwo reinstecken? Unwahrscheinlich. Feuer, Wasser. Feuer oder Flammen. Wasser vermutlich. Aha, komm, vielleicht. Das Feuer hätten wir hier. Die Schale selbst brennt nicht. Vielleicht können wir irgendwie die Öllampe. Die Öllampe brennt auch nicht. Keine Zeit für. Aber hier Feuer und Wasser, wie soll das funktionieren? Ich nehme erstmal die Sachen. Nein, nimm. Und Wasser haben wir hier. Feuer und Wasser, Mond und Stein. Dann machen wir Käfer und Vogel. Vielleicht was kombinieren können wir. Wasser in die Ölpflanze. Öl. Das bleibt besser. Feuer und Wasser steht dort. Da kommt eindeutig entweder Fledermaus oder die Bälle rein. Wer sagt's denn? Ah, okay, das hat schon mal geklappt. Die Libelle war da richtig. Dann mal Feuer oder Wasser.
Aber Mond und Stein. Es kommt hier die. Oh, die Laterne kommt hier rein. Kommt da, wo der Feuer rein muss. Feuer und Wasser, also eine Feuerflüssigkeit. Könnten wir hier die Lampenöl sein. Na toll, da werden wir nie wieder draus trinken können. Okay. Anzünden das. Ah. Sehr schön. Der Mond und das, also irgendwas aus Stein, aus Eisen irgendwie, das ist aus Materialien irgendwie. Drei Ziegel? Irgendwas als aus dem Mond, Ein irgendwas Zuning? Licht macht. Irgendwas, ich könnte, das ist die Öllampe. Und nun? Ui. Ach du Schreck. Komm schnell, Nuri. Große Wir haben es Güte. geschafft. Nuri. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit, so viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Wer bist du wirklich? Ich hätte es mir Na, denken wer sollen. wohl? Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen Na, bist. wer ist er Es wohl? verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird, wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinav, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nori, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen, sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst? Und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Ich sag doch, du Willst du bist dir bei das Wort. wirklich an? Ich sag doch, du bist Ich bei habe Wort. deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, Verdammt komm viele schnell! Ähnlichkeiten zu du bist Bad Galari Wirt. wartet! Warum hörst du nicht auf Na, mich? genau genommen, Warum du bist hast du Bad mich Wirt vermieden? hat ziemlich viele Ähnlichkeiten Du hast zu meine Warnungen Satinavs in den Ketten. Wind geschlagen! Nori, der Rabe ist der Seher! Ich habe deine Lügen satt! Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, Ja, der ich Rabe hat dir kann schon an dem sehen! ersten Nara-Platz dort alles erzählt. Oh shit. Was zum Henker?
Nuri. Warum? Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee. Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Ja. Eine Rückblende. Du bist es. Sahnchen aus Ketten. Du bist es. Und da der Rabe. Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh. Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Was jetzt? Nuri. Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Das Portal geschlossen. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles ist verboten. Aha. Errungenschaftsfreiheit, neue Lande. Na, sehr toll. Jetzt sind wir in der Feenwelt. Was haben wir jetzt zu suchen? Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan. Hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns Ach, mit deinem Leben beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Er war das riesige Auge. Das ist ja fantastisch. Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor? Ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, ich sage nichts mehr. Lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Ja. Okay, wir müssen die Königin finden und das zweite Portal öffnen. Und Nuri aufklären, was hier Tatsache ist, und den Seher bezwingen. Was auch immer das ist. Es ist kein Weg zurück. Ich muss das Tor in den Traumgemächern finden. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe es hoffentlich zerstört. Okay, durch dieses Gerät hat er... Ah, da sehen wir einen Riss drin. Die Risse. Hier in mehreren Ebenen. Da hat er nur durchgeguckt. Der saß dort, der kleine Putzi, der saß da oben drauf auf dem Kissen und hat dort durch dieses Glas, durch dieses Vergrößerungsglas geguckt und dadurch schien dann sein Auge auch größer. Der hat da durchgeguckt und hat halt der Wächter des Portals. Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Keine Antwort. Es gibt immer einen Weg. Doch schon eine Antwort, aber... keine richtige. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam.
Aha. Oh, wir haben nichts mehr mit dabei. Wir haben nur noch Flint und Stiel, Feuerstein und Stahl. Ein Messer. Wo war das Messer? Nicht mal ein kleiner Schnitt. Können wir. So leicht zerbricht das. Das kann ich besser. Können wir vielleicht das Flintor? Damit lässt es sich auch nicht öffnen. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Alles still. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Gut, wir können hier weiter. Hey, du! Wo, wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Los, sprich! Ich komme aus einer anderen Welt. Mein Name ist... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit. Nein, ich... Oh, Schreck. Keine Widerworte, geh voran. Da wollten wir sowieso hin. Das ging aber schneller als gedacht. Hoheit, meine Königin, freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu eurer Majestät. Denn was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar? Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet. Doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairudneva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder freilassen, freilassen. In gastfreundlichen Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Das letzte. Bitte, Majestät, lasst mich einfach wieder in meine Welt. Ich muss jemanden retten, der mir sehr viel bedeutet. Das ist ein einzelnes Schicksal. An unseren Entscheidungen hingegen hängt das Schicksal einer ganzen Welt. Aber sie ist eine Fee, so wie ihr. Eine Fee? In deiner Welt? Wer diese Welt verlassen hat, ist niemals mehr eine Fee. Schweigen, empören. Gastfreundliches Gewahrsam. Dann will ich eben euer Gast sein. Ich könnte mich frei bewegen, nicht wahr? Ja, es wäre eine hohe Gnade. Der Nachthaarige hätte Zugang zu vielen Orten und könnte vieles erfahren. Am Ende macht er sich dies zunutze und will fliehen oder uns ausspionieren. Und dann unser Reich in das geweissagte Unglück stürzen. Ach was. Ich spioniere nicht. Ich will nur fort von hier. Wir wussten es. Ihm gefällt unser Reich nicht. Dabei ist alles in doch, der doch, 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 aber das alles ist... Alles unter unserem Willen. Mein eigenes ist natürlich... Nicht gemeint. Hier ist nur nicht der Ort, an dem ich jetzt sein sollte. Die dann eigene Welt ist natürlich immer... Dann soll er auch nicht unser Gast sein. Dann lasst mich endlich gehen, Majestät. Zurück in meine Welt. Unmöglich. Das Tor führt allein zu uns nach Nairudneva und nie mehr zurück. Aber das Augenwesen sagte, dass es in den Traumgemächern ein zweites Tor gibt. Hat es das? Das Okulunculus wagt es? Kaum weiß es seine Neugier zu bändigen, da schlägt es uns mit seiner Geschwätzigkeit. Und er... Ich wollte es nicht verraten, verdammt. ...nimmt sich heraus, nach den verbotenen Gemächern zu fragen? Majestät, ich will nur... Er schweige. Was soll mit dem Nachthaar geschehen? Meine Träume sind undeutlich. Wie soll ich entscheiden? Eine unmögliche Aufgabe. Allerdings, warum nicht? Soll er diese Aufgabe selbst lösen? Ja,
Ja. Höre er unseren Entschluss. Der Kampf, den die Geschicke in ihm austragen, soll sich an drei unmöglichen Aufgaben entscheiden. Wenn er sie löst, gewähren wir ihm Zutritt zu den Traumgemächern. Unmögliche Aufgaben? Oh, yeah. Was soll das? Still, ist es wirklich sein Schicksal? Jetzt gibt es solche Aufgaben, die für viele unmöglich sind. Er dafür auch Unmögliches leisten können. Denn niemals geht das Schicksal. Berühre deinen rechten Zeh, kratzt dich am Hinterkopf. Also gut, was sind das für Aufgaben? Die drei Aufgaben lauten: Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen sechs Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sechs? Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und sechs nun Farben? Prüfe er sein Schicksal. Ja. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Der Vogelmann. Hat er die Gestalt eines großen schwarzen Vogels? Nein, doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Ach so, der Rabe ist nur begleitet. Der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Sobald alle Aufgaben. Diesmal. Das habe ich noch nicht gehört. Welche Ein Apfel, eine Regenbogenstatue. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns an. Sobald ich's mal. Okay, Statue des Seers. Die Statue des Seers dazu bringen. Das ist wahrscheinlich die hier. Die Statue des Seers hier. Des Vogelmanns. Der ist ja so krähen-schnauzig hier. Da muss ein Auge rein, damit das Auge hier sich anguckt. Braucht man eine Regenbogenstatue von ihr. Hier in den Gemächern und einen Apfel müssen wir hier mitbringen. Das lässt sich doch, das kriegen wir doch hin. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Okay. Wir klauen die einfach mal. Ui, was haben wir hier? Da summt nichts. Die Bienen halten wohl Winterschlaf. Ist mir eigentlich auch lieber. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Der Apfelbaum. Und da haben wir Ähnlichkeiten zu Dinnerworld. Die Windbrunnen. Mein Arm ist zu kurz. Warum ist immer alles unerreichbar? Der Apfelbaum. Ah, okay, hier müssen wir auf jeden Fall hin, um einen Apfel zu bekommen. Nein, was soll... Keine Zeit für so... Dann wachsen keine Äpfel. Besser nicht. Nichts. Wozu denn? Wozu? Wird doch nicht... Nein, was soll das auch bringen? Vielleicht können wir was zerstören. Hier unser eigenes Fenster. Das andere Fenster hat... Es hat keine Scheibe. Ich bringe Unheil? Wie komme ich darauf? Ich glaube nicht. Okay, hier können wir gerade nichts tun. Dann gehen wir also und reden mit ihm nochmal. Viel Freude bereitet ihm seine ehrenvolle Aufgabe nicht. Der große Kopf dort oben.
Ist das der Vogelmann? Es war eine heilige Ehre für unsere Zeit. Der Weber des Schicksals war in unsere Welt eingekehrt, um sich uns zu offenbaren. Die Statue wurde bald nach seiner Ankunft errichtet. Die Königin hat alle anderen Statuen entfernen lassen, auf dass diese die einzige sei. Zu bestimmten Zeiten ist der Kopf sogar begehbar. Aber im Inneren wird gerade ein Gemälde fertiggestellt. Da ist jetzt alles voller Farbe. Ich hab Fragen. Wo ist der Vogelmann jetzt? Vor einigen Wintern hat er seine Priester berufen und mit ihnen unsere Welt verlassen. Doch unsere Königin deutet weiterhin die Visionen des Vogelmanns, auf dass wir einer strahlenden Zukunft entgegengehen. Vor einigen Wintern? Gewiss. Also... Gibt es noch einen anderen Weg in die Traumgemächer? Einen anderen als über die Königin? Nur sie hat den Schlüssel für den Wegsockel zu den Traumgemächern. Und jetzt still! Sonst werden wir an das Ende des Nebels gebracht. Was ist das Ende des Nebels? Der Ort, an den sie verbannt werden. Meine Freunde, Brüder, wenn sie die neuen Gesetze der Königin missachten. Der Tod ist das ja so die Gnade, aber das Ende des Nebels ist Gericht. Warum hat die Königin neue Gesetze erlassen? Damit die dunkle Zukunft in den Visionen, die uns der Vogelmann offenbart hat, nicht wahr wird, hat unsere weise Königin Gesetze erlassen, die der Sicherheit und Reinheit unseres Reiches dienen und deren Nichteinhaltung mit Verbannung oder Tod bestraft wird. Ja. Was sind das für Gesetze, die die Königin erlassen hat? Gesetze, die uns vor der ewigen Nacht bewahren. Sie wurden in Muschelschalen eingeflüstert und in ganz Nairut-Neva verteilt. Was sind das für Visionen, von denen du gesprochen hast? Sie warnen uns vor der Zukunft. Der Vogelmann schenkte sie uns mit dem Spiel der Harfe. Der Harfe? Schweig! Ich habe schon zu viel gesagt. Tja, also zum Traumgemach. Was befindet sich eigentlich in den Traumgemächern? Die Traumweberin. Ihre Musik hilft uns Feen, ein freies Leben zu führen. Frei wovon? Von Sorgen und Ängsten. Nur allein die Königin darf die Traumweberin noch besuchen. Der Statuenkopf ist begehbar, sagtest du? Ja. Aber wie gesagt, dort wird gerade gemalt. Gemalt? Wie zeichnen? Kunst herstellen? Erzähl mir mehr über euren Gott. Den Herrn aller Feen und allen Seins? Er ist der Meister des Geschicks. Sein Wohlgefallen erregt der ungebundene Geist. Er ist Gebieter über Raum und Gestalt. Und alles, was sein kann, gefällt ihm. Denn frei ist, was alles sein kann. Eine Fee hat mir erzählt, der Vogelmann hätte ein buntes Gefieder und dass sein Flötenspiel die Herzen mit Fernweh erfüllt. Dann ist sie eine Ketzerin. Aha. Achte die Gesetze.